Ich sitze jetzt hier mit Angelo, Timo und mit Aline von Wild. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ihr macht was ganz Besonderes, denn ihr macht T-Shirts aus Holz. Klingt ganz komisch, wir müssen das unbedingt aufklären. Das, wie geht das? Wie kann man T-Shirts aus Holz machen? Richtig gut. Du hast das Mikro, du hast die Macht. Wie kann man T-Shirts aus Holz machen? Letzten Endes ist es quasi die Holzfaser, die aus dem Holz gewonnen wird. Mhm. Und daraus kann man ja Fasern herstellen. Und die Fasern haben ganz besondere Eigenschaften. Und vor allem das Coole ist, man kann diese T-Shirts umweltfreundlich und fair produzieren. Und das Ganze machen wir ja möglichst nahe, sprich innerhalb der EU. Okay, und ihr habt natürlich Beispiele mitgebracht und um erstmal so ein bisschen warm zu werden, ich habe noch nie ein T-Shirt aus so richtigem Holz angefasst bzw. richtig gesehen. Deswegen zeigt mir bitte, was ihr mitgebracht habt. Was mitgebracht? Hier ist die dunkelgraue Variante ja. des Ganzen. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go. Au! Gut, man denkt natürlich immer, das ist, oh, man hat sich einen Splitter eingefangen, wenn man ein Holzshirt in der Hand hat. Aber nein, das fühlt sich ganz, ganz weich an und super hochwertig auf jeden Fall. Das ist auch die erste Reaktion, die wir immer bekommen. Also die meisten können sich hier unter T-Shirts aus Holz natürlich nichts vorstellen und denken dann, das ist ein bisschen rau und ein bisschen härter vielleicht und sind dann ganz überrascht, wenn die das, wenn die den Stoff dann anfassen, wie extrem weich der tatsächlich ist. Ja. Also selbst wir waren überrascht am Anfang. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das Ganze ist natürlich auch so ein bisschen eine Ansage, um sich mal bewusst zu machen, was wir eigentlich tagtäglich so uns, der Umwelt, dem Planeten antun. Ne? Mit diesem ganzen Fast-Fashion-Modell fahren ja so viele Marken und jeder freut sich, wenn er 10 Teile für 5 Euro kauft. Und da habt ihr jetzt gesagt, so, wir wollen jetzt das Ganze mal wieder ein bisschen bewusst machen den Leuten. Wie seid ihr denn darauf gekommen oder wie ist denn der Weg dann bei euch, hat sich so bis zu diesem Shirt zusammengepackt? Genau, ja, also angefangen hat es eigentlich vor mittlerweile 1,5 Jahren. Mhm. Ich war auf einer Messe unterwegs, war eine Spielwarenmesse, also hat gar nichts mit T-Shirt und Textilien zu tun und da wurde mir dann von Vertretern und Herstellern erklärt, wie toll es doch ist, Sachen so günstig zu fertigen und es war quasi so eine riesen Plastikwelt und alles wird weggeworfen und die Leute benutzen das nur ganz, ganz kurz und das hat nicht das vertreten, was ich mache, wofür ich irgendwie stehe. Und ich habe halt mit Aline und Angelo drüber gequatscht und letzten Endes dann überlegt, wie ist es möglich? Wir wollen zeigen, dass es möglich ist, fair zu fertigen, nachhaltig zu fertigen, möglichst lokal und eben das Ganze zum bezahlbaren Preis. Und da sind wir letzten Endes bei T-Shirts aus Holz gelandet, indem wir die ganze Produktion neu aufgerollt haben, also bis zum Ende zurückgegangen sind, überlegt haben, wie wird normalerweise gefertigt, bei Baumwolle, ne? Also wie ist der Prozess oder auch bei Polyester und sind dann über Holz gestolpert und waren selber, wie Aline gerade sagte, total geflasht, dass das so ein geiles Material ist. Und du hast gerade gesagt, es ist bezahlbar. Wie bezahlbar ist es denn? Was kostet denn jetzt so ein Shirt? Oder die Shirts, die ihr jetzt mitgebracht habt zum Beispiel? Also die Solid-Varianten, die wir gerade mitgebracht haben, kosten 30 Euro. Und die mit Print, die wir eben auch noch anbieten, so als individuelle zusammenstellbare T-Shirts, die würden 40 Euro kosten. Okay, also das ist wirklich sehr bezahlbar. Das stimmt, also das ist, ich habe jetzt mit, weiß nicht, 150 Euro gerechnet oder so, aber das ist wirklich bezahlbar. Und das Ding ist halt, man hat ja wirklich sehr, sehr lange was davon. Ja. Also die halten ja auch sehr lange bei euch. Ne? Ja, also das ist, hängt mit der Faser auch zusammen. Also das Geile ist ja nicht nur, dass es irgendwie weich ist und sich trägt eben wie eine zweite Haut, sondern dass die T-Shirt einiges mehr können. Also die kühlen im Sommer beispielsweise, wärmen im Winter, wirken antibakteriell, was wiederum dazu führt, dass man weniger schwitzt und auch weniger dieser Schweißgeruch vom T-Shirt angenommen wird, was cool ist und die sind halt extrem haltbar. Theoretisch kannst du die bei 60 Grad in die Tonne kloppen und das halten die aus. Also sie halten länger als dein T-Shirt, was du aus Baumwolle hast oder Polyester. Form. Das auch, genau. Länger. Was habt ihr denn noch mitgebracht, um das Ganze mal ein bisschen zu verdeutlichen, welchen Weg ihr denn geht? Kannst du ein bisschen was zu der Herstellung sagen? Weil hier sehen wir ja schon 3 verschiedene Schritte aufgebaut. Genau, also das ist quasi Urprodukt, eben Holz. Das Holz wird zerhäckselt, dann hat man eben diese Holzschnipsel und diese werden dann ja aufgeweicht, könnte man sagen. Daraus wird dann eben diese Holzzellulose gewonnen, die dann eben in der Form dann vorliegt. Und dann am Ende erhält man eben diesen
weichen Stoff, der dann weiterverarbeitet wird zu Garn und das Garn dann eben zu Stoff. Da merkt man aber wirklich schon, wo dieses feine Teil auf jeden Fall herkommt. Das fühlt sich ganz, ganz weich und schön an. Bei euch ist ja auch das Besondere, ihr habt aktuell eine Kampagne beim Kickstarter oder auf Kickstarter. Wollt ihr dazu noch mal ein bisschen was sagen? Man kann euch ja ganz, ganz fleißig unterstützen, damit diese fabelhafte Idee sich ja durchsetzt. Das ist richtig. Ja, wir haben sind bei Kickstarter unterwegs und haben gedacht, das ist eine coole Möglichkeit, erstens mal noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, aber zweitens eben auch dieses Projekt anzuschubsen, weil wir denken, dass es was ganz Besonderes ist, was wir auf die Beine stellen. Und jeder hat die Möglichkeit, jetzt aktuell zum vergünstigten Preis uns zu unterstützen, sich selber dann eben was Gutes zu tun und eben bis zu 10 Euro dann eben günstiger an so ein Shirt zu kommen. Und wir haben dann die Möglichkeit, am Ende mit dem Geld die erste Stoffproduktion anzuschubsen, sodass wir dann die allerersten Wood-Shirts wirklich auch in Serie produzieren können. Genau, also bis zum 19. August kann man noch vorbestellen. Okay, also ist noch etwas Zeit, um euch da zu supporten. Tage, genau. Eure Shirts bestehen ja nun mal aus Holz, aber die Bäume müssen ja erstmal gefällt werden. Wie sieht denn das Ganze aus? Oder wie viele Bäume müssen denn wirklich dran glauben? Ja, das ist natürlich richtig. Klar, müssen Bäume gefällt werden dafür. Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass das Holz, was für unsere T-Shirt verwendet wird, aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt. Mhm. Das heißt eben, wenn ein Baum zur T-Shirt-Herstellung verwendet wird, dann wird auch wieder neuer oder beziehungsweise neue dafür gepflanzt. Also es ist genauso, wenn ich irgendwie einen Acker sehe und Korn pflanze oder was ähnliches. Aus einem Kilo Holz kann man 600 Gramm eben unserer Material für unsere Woodshirts gewinnen. Okay. Und das sind so um die 5, 6 T-Shirts, so Pi mal Daumen, die man daraus bekommt. Ja, ist ja wichtig zu wissen, weil man denkt jetzt so, boah, ein Baum gefällt und keiner wächst so richtig nach. Das ist ja auch nicht gut für die Umwelt. Aber ihr habt da auf jeden Fall einen Plan. Definitiv, klar. Also gerade eben ist es wichtig zu wissen, dass wir nicht in den Wald gehen, den kahl schlagen und daraus T-Shirts machen. Ab mit dem Kopf! Sondern eben, dass es ein absolut runder Prozess ist, ein Kreislaufprozess und dadurch eben auch wieder neue Bäume gepflanzt werden, damit man eben dann auch später einen schönen Spaziergang machen kann und dann vielleicht irgendwann gut gekleidet auch durch die Gegend laufen kann. Und auch Greenpeace unterstützt das Ganze. Ja. Auch Greenpeace sagt, Holz, also Textilien aus Holz sind besser irgendwie irgendwo, besser als Baumwolle. Genau, also Textilien aus Holz brauchen ja erstmal 20 mal weniger Wasser, also Bäume brauchen 20 mal weniger Wasser als Baumwolle. Man braucht keine Düngemittel, man braucht keine Pestizide und die Transportwege sind natürlich dann auch wesentlich kürzer. Also das sind so vom Material, also erstmal vom Rohstoff die groben Vorteile und die anderen Vorteile liegen dann natürlich im Material direkt, also die ganzen Features, die sich dann damit noch anschließen. Wo genau nehmt ihr die Bäume her? Also wo in Europa, in Deutschland ist so eure... Ja, wo kommt ganz das Ganze unterschiedlich, her? Ganz unterschiedlich. Also zunächst werden unterschiedliche Bäume genutzt, also sowohl Nadelbäume als auch Laubbäume und dann eben aus Deutschland, Tschechien, Österreich, da wo eben auch Wälder sind. Mhm. Und also es ist eine bunte Mischung aus Europa. Das Besondere an euren Shirts ist ja, ihr stellt im Prinzip für den Kunden ein ganz individuelles Shirt zusammen. Das gibt es ja eigentlich so sehr selten, oder? Wie geht das bei euch? Es ist so, dass ich erzähle, der Kunde sich das individuelle Shirt zusammenstellt. Wir bieten denen das halt nur an. Wir haben halt zwei verschiedene Schnitte, Regular und Slim. Verschiedene Größen, ganz klar, für Frauen, für Männer. Mhm. Dann auch noch das Kids-T-Shirt on top. Mhm. Also für die ganze Familie eigentlich. Man kann alle können einkaufen. Genau das ist auch das, was wir gerade bei Kickstarter anbieten, dass es auch Family Packs gibt. Ja, und wir haben verschiedene Farben, wie zum Beispiel hier das Creme, da das Grau, ein Schwarz und Blau und Rot meliert. Und dazu kann man sich dann auch noch einen Print aussuchen. Und die Prints kommen von ganz tollen Künstlern aus ganz Deutschland und auch noch viel weiter. Mhm. Und die profitieren auch davon. Und egal ob Fotografie, ob Illustration oder Kalligrafie, wir haben eigentlich alles dabei. Toll. Also das ist, wie ein roter Faden. Ja. Das klingt sehr, sehr schön. Ich wünsche euch alles, alles Gute mit diesem fabelhaften Projekt, danke, mit der immer noch laufenden Kampagne bei Kickstarter. Gibt natürlich alle Infos auch nochmal auf joyce.de zum Nachgucken, wo ihr die fabelhaften Menschen hier von Wild unterstützen könnt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke, dass wir hier sein durften. Danke.